Burgdorf ist seit 1974 ja Mitglied im neuen großen Landkreis Hannover, eine von 20 Städten und Gemeinden. Landkreis heute mit rund über 600.000 Einwohnern. Burgdorf hat davon 30.000. Ich sage immer, 5% dieses Landkreises ist mindestens Burgdorf, aber 5 wichtige Prozent. Von den Aufgaben her, die wir wahrnehmen, muss man sehen, dass Burgdorf früher Kreisstadt gewesen ist, des früher selbstständigen Landkreises Burgdorf. Hat von daher eine Verwaltungsinfrastruktur, die es uns seit eh und je ermöglicht hat, Weiterbaugenehmigungsbehörde zu sein. Wir haben ein eigenes Jugendamt, welches sonst in den Aufgaben beim Landkreis angesiedelt ist für viele andere kreisangehörige Gemeinden. Aber unsere Erfahrung, Größenordnung, Ausstattung ermöglicht es, dass wir das machen können. Wir sind zwischenzeitlich aufgrund der Einwohnerüberschreitung von 30.000 auch Straßenverkehrsbehörde. Wir sind zuständig für die Indirekteinleiter, übernehmen also viele Aufgaben, die sonst ein Landkreis wahrnimmt. Und ich denke, das machen wir auch ganz gut. Ich habe mir diese Tage nochmal unsere Baugenehmigungszeiten angesehen. Die günstigsten, wenn die Unterlagen komplett sind, dauert das im günstigsten Fall eine Woche. Und im schlechtesten Fall, wenn die Unterlagen komplett sind, 3 Wochen, dann sind wir durch. Wenn allerdings die Unterlagen nicht komplett sind, dann kann es auch schon mal leider 6 bis 8 Wochen dauern. Aber ich denke, das zeigt unsere Schlagkräftigkeit als Verwaltung. Ja, zur zukünftigen Rolle in einer neuen Region Hannover möchte ich eigentlich eine Verstärkung unserer Aufgaben eigentlich sehen. Und ich denke auch, dass wir mit unseren Nachbarn vielleicht an verschiedenen Punkten stärker zusammenarbeiten können. Warum soll eigentlich nicht eine Nachbargemeinde mit uns im Bereich Jugendamt zusammenarbeiten, dass wir solche Aufgaben gemeinsam erledigen oder als Baugenehmigungsbehörde, dass wir das gemeinsam machen? Warum muss eigentlich ein Uetzer unbedingt nach Hannover fahren zur Baugenehmigung? Das können wir auch gemeinsam vielleicht in Burgdorf oder Uetze erledigen. Genauso wie wir heute gemeinsam unsere Aufgaben wahrnehmen im Bereich Volkshochschule, Musikschule. Das funktioniert hier im Ostkreis hervorragend. Und ich denke, diese Zusammenarbeit von Gemeinden ist auch ein Stück nach vorne gerichtet. Wir brauchen nicht unbedingt immer die Zentrale in Hannover, wir können hier vieles vor Ort erledigen. Heimat. Also Heimat gibt es meines Erachtens nur einmal. Für mich ist es natürlich einfach zu sagen, meine Heimat ist Schillerslager, also der Raum hier Burgdorf. Aber ich kann verstehen, dass andere Heimat ganz anders bewerten müssen. Und da denke ich besonders an die Flüchtlinge, die ich ja noch miterlebt habe, die hier waren. Nicht? Wenn die also 20 Jahre irgendwo gelebt haben, dann ist das wahrscheinlich deren Heimat. Ich denke schon, dass es zur Identität eines Menschen gehört, dass er weiß, wo er seine Wurzeln hat, dass es einen Raum gibt, in dem er groß geworden ist und dem er sich geborgen fühlen kann. Das schließt überhaupt nicht aus, dass man auf der anderen Seite auch sehr weltoffen sein kann. Ich denke, gerade jemand, der in seiner Heimat verwurzelt ist, hat also ein ausreichendes auch Selbstwertgefühl, dass er anderen Menschen gegenüber sehr offen begegnen kann und dass er sich also auch sozusagen neuen Ideen aufgeschlossen zeigen kann. Aber Heimat selbst oder Heimatlosigkeit ist auch ein Stück weit, denke ich, ein Problem, wenn ein Mensch keine Heimat hat oder sich nicht heimatlich verwurzelt fühlt, dann fehlt ihm etwas. Fehlt ihm etwas auch für seine Persönlichkeitsentwicklung. Deswegen halte ich sehr viel von Heimat. Und ich glaube, unter Heimat versteht man immer, wo man groß geworden ist. Das ist immer die erste Heimat. Klar, viele müssen umziehen, die finden manchmal auch eine zweite Heimat noch. Aber für mich ist diese Heimat so fest verwachsen, dass ich sie bis zum Lebensende genieße. Ja, Dachmisser, ein Dachmisser Niedersachsen, der sich als Deutscher, aber als richtiger Deutscher fühlt. Ja, da, ich bin ein richtiger Konservativer, du, das weißt du, wo mein Herz verschlägt, muss ich ja hier jetzt nicht sagen. Ich habe meine politische Meinung, aber ich finde es schon gut, wenn unsere Politiker das auch langsam verstehen, dass wir nicht, ich sag mal, ein Vielvölkerstaat werden. Das soll kein Angriff gegen Ausländer sein, aber irgendwo muss auch unser Deutschland deutsch bleiben. Ja, wenn ich nun nach dem, was wir bis heute hinter uns gebracht haben,
als Burgdorfer Bürger fühlen sollte, kann man das nicht verlangen. Denn wer hier geboren ist und ist ja auch zu Hause mit Haus und Hof, der wird immer Ozer bleiben. Denn unser Hof, der ist seit 10 Generationen, glaube ich, sind es, das heißt 1600 schon in unserer Hand. Also darum kann man ja nicht einfach Burgdorfer werden so über Nacht. Heute als Hesler, ich bin heute fast 50, oder ich bin im Mai wären 50 Jahre Hesler Bürger. Und das ist heute meine Heimat und ich fühle mich wohl hier. Oh. Ja, ich habe immer spaßeshalber gesagt, ich bin noch gebürtiger Westniedersachse. Und als ich dann beruflich nach Lüneburg kam, dann nach Hannover, alles noch vor der deutschen Wiedervereinigung, da habe ich gesagt, ich gehöre zusammen mit meiner Frau zu den Brüdern und Schwestern im Osten. Das heißt aber trotzdem heimatlich verbunden, natürlich mit dem Herzen irgendwo mit meiner südoldenburgischen Heimat, aber genauso fühle ich mich zu Hause. Und ich denke, da liegt auch der kleine Wortunterschied zwischen Zuhause und Heimat. Heute ganz gut in Burgdorf mit meiner Familie und manchmal ist auch Burgdorf heute schon für mich ebenso gut ein Stück Heimat wie Südoldenburg. Ich fühle mich als Ozer, aber auch als Burgdorfer. Denn heute sind wir Burgdorfer. Wir dürfen eins nicht vergessen, die Heimat ist Oze und unsere gemeinsame Stadt ist Burgdorf. Zu beiden stehe ich und beide sind Inhalt meines Lebens. Also Heimat ist mein Zuhause. Wie ich hier meine Wohnung habe, jetzt mein Alter sitzt, so ist auch die Stadt Burgdorf mein Zuhause. Und wenn ich an meine Frau denke, dann ist sie hier in ihrer Wohnung zu Hause, aber auch in Danzig zu Hause, wo sie herkommt. Und da ich geborener Burgdorfer bin, ist es naheliegend, dass ich die Fahne natürlich für Burgdorf hochhalte und mich voll identifiziere mit dieser Stadt. Ja, ich bin ein Burgdorfer. Ne? Gut, schön. Ja, wenn man durch ist, dann kann man manches anders erzählen als vorher, aber ja, das ist wahr. Lassen wir es so.